ein ganz etwas ganz Privates. Deshalb machen wir die ganze Veranstaltung natürlich für Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung, aber letztendlich für die Zukunft der Welt und für die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Danke Ihnen. Frau Benz, für Ihre Ausführungen, und Sie haben ja schon einen sehr erfolgreichen Weg hinter sich gebracht, den wir hoffentlich noch vor uns haben. Ja, das stimmt. Ja, ich möchte einfach nicht zu viel Zeit verlieren. Ich frage an der Stelle, gibt es dazu direkt zu diesem Vortrag Fragen oder Verständnis? Würde ich gleich den zweiten Vortrag mit anschließen wollen. Herr Köhler? Ja, eine Frage hätte ich doch noch. Ja. Bei Verbrauch von 3000 Liter Heizöl haben Sie uns vorgeführt, die Fläche, die ich für Biostoffe benötige. Ich hätte gern gewusst, wie viele Hektar das sind. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, warten Sie mal bitte. Ich habe hier solche Karten mitgebracht. Also die können Sie gerne mitnehmen, das können Sie gerne nachrechnen. Ich nehme doch das Mikrofon. Also ich habe diese Karten mitgebracht, da ist auf der Rückseite das alles aufgeführt. Also das Allerwichtigste bei dieser Berechnung ist das Verhältnis. Ja, es mag sein, also dass das, was weiß ich, nicht 3000 Liter letztendlich sind, sondern 3200 oder 2,8 oder so. Aber das Entscheidende ist das Verhältnis. Sie können das gerne mitnehmen. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte. Herr Neumann, ich würde mal interessieren, wenn Sie in Betracht ziehen, dass man Biomasse, wie zum Beispiel Öle, durchaus lagern kann und sie dann einsetzen kann, wenn man es braucht, sprich im Winter, wo keine Sonne scheint. Wenn Sie das im Vergleich setzen mit der Solarenergie, die dann Energie erzeugt, wenn wir keine Energie brauchen, sprich in die Sonne scheint. Wie sieht dann die Bilanz aus? Ja, ich wollte nicht so im Detail auf alles eingehen, aber bei der Solarenergie kann man ja genauso gut sagen, man ist dabei, Speichertechnologien zu entwickeln. Und das ist ja sowieso das eins der großen Themen, zu speichern. Natürlich, ich kann auch, was weiß ich, ich kann Erdgas durch Biogas ersetzen, gibt es bei uns im Landkreis auch. Das funktioniert tadellos. Ja, wie gesagt, es ging mir darum, zu zeigen, wie man mit den Flächen gut umgehen kann, und es ging auch einfach auch um Effizienz. Ja? Sie haben einen Flächenwirkungsgrad von 117% für effizient. Wie bitte? Halten Sie einen Flächenwirkungsgrad von weit unter 17% für effizient? Darauf kann ich jetzt ehrlich, kann ich nicht antworten. Kann ich nicht. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, bitte. Sie haben immer von wir gesprochen. Können Sie mal genau präzise sagen, wer da gemeint ist? Wir, ist es ein Verein, ist es eine Genossenschaft oder wie ist es? Ja. Also ich stehe ja hier als Vorsitzende von ZAN, von diesem Verein ZAN. Und ZAN heißt Solarenergie und umweltfreundliche Energienutzung. Wir sind ein Verein. Also das ist der eine Hut, den ich aufhabe. Ein anderer Hut, den ich mir aufsetzen kann, ist als Kreisrätin. Ich bin Kreisrätin auch und habe von daher eben auch gewisse Einflussmöglichkeiten über Zugang zum Landrat, Zugang zu den anderen Fraktionen und so weiter. Und wir ist, das, ich habe ja von dem anderen Verein gesprochen, von dem Verein Initiative Windkraft Odenwald, die eben auch die Bürgerwindkraftwerke in Gang gesetzt haben. Und dann gibt es von Seiten der Verwaltung natürlich auch bestimmte Anstrengungen. Also wir haben zum Beispiel die sogenannte AWN, Abfallwirtschaftsgesellschaft Neckar-Odenwald-Kreis, die machen auch in Energiegewinnung. Es gibt Landwirte, natürlich, aber die kann ich nicht mit wir benennen. Aber es gibt eine Menge von Gruppierungen bei uns, die diese Chancen ergriffen haben. Privatleute,
Landwirte, also Biomassekraftwerk hat zum Beispiel ein Privatmensch als GmbH und Co. KG mit vorwiegend mit seiner Verwandtschaft auf den Weg gebracht. Also es ist irgendwie wie so ein Fleckenteppich. Und ich habe einfach mich sehr konzentriert und zusammengefasst, eben weil ich soll ja praktisch nur so einführen und zeigen, dass es geht und wie gut es gehen könnte. Gibt es noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage. Englisch. In Mosbach gibt es ja eine technische Hochschule. Arbeiten Sie damit zusammen? Profitieren beide voneinander von den Projekten, die Sie da machen? Also in Mosbach gibt es die Berufsakademie, wo Sie das Bild eben gesehen, von der Sie das Bild eben gesehen haben. Wir arbeiten da zusammen, dass Sie haben das Dach zur Verfügung gestellt und die Studenten, die, wenn Sie sich erinnern, wir haben dort verschiedene Module, es waren so unterschiedliche Färbungen da drauf. Und die Technikstudenten, der Studiengang Technik ist das, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, die werten auch aus, ob die unterschiedlichen Module, ob die unterschiedlich effizient sind. Und das Ergebnis ist im Prinzip ziemlich gleich. Also da arbeiten wir, die Akademie, jetzt Duale Hochschule Baden-Württemberg zusammen. Und wir arbeiten auch insoweit zusammen, als dass wir immer wieder dort Vorträge in Zusammenarbeit mit denen organisieren. Weil Öffentlichkeitsarbeit war für uns überhaupt das allererste Standbein, um die Leute aufzuklären und zu sagen, es geht. Also wir haben ja 1995, 94 angefangen. Das war eine ganz andere Situation als heute. Heute geht es. Vielen Dank, Frau Lenz. Ich frage jetzt gar nicht mehr, ob es noch Fragen gibt, aber ich würde einfach sagen, wir machen jetzt weiter und wenn noch Fragen wären, wir haben ja am Ende der Vorträge noch Gelegenheit, Fragen zu stellen und miteinander zu diskutieren. Deswegen schlage ich vor, dass wir fortfahren mit dem zweiten Vortrag. Unser Referent ist Herr Michael Joost. Herr Michael Joost ist Vorstandsmitglied der Energiegenossenschaft Starkenburg. Das ist eine unabhängige und überparteiliche Bürgergenossenschaft in Mittmain. Obwohl diese Genossenschaft erst seit Dezember 2010 gegründet wurde, hat sie bereits mehr als 250 Mitglieder und auch mehrere Projekte umgesetzt. Über dieses Bürgergenossenschaftsmodell werden Sie nun mehr im Vortrag von Herrn Los hören. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Engesser. Auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Die Technik funktioniert wunderbar. Ja, mein Name ist Michael Joost. Ich bin tagsüber in kommunalen Diensten als Umweltbeauftragter und wenn es dunkel wird, werde ich zum Genossen. Und also versuchen wir es so. Ja, also tagsüber gehe ich einen normalen Broterwerb nach. Unser Hobby ist im Moment die Energiegenossenschaft Starkenburg. Wir haben den Titel mal ein bisschen provokant auch benannt. Klimaschutz und Volkssport, denkt man sich, naja, die gehen ein bisschen breitbeinig durch die Landschaft. Aber wir haben so den Eindruck, wenn man nach 9 Monaten 273 Mitglieder hat, dann ist es schon so eine Art von Schubbewegung, die wir spüren und ich denke, wenn wir noch ein bisschen auf dem Weg weitermachen, da kriegen wir tatsächlich die Begrifflichkeit Klimaschutz und Volkssport in der Region schon zusammen. Was will ich Ihnen heute zeigen? Es wird alles sehr schnell gehen. Die Frau Engesser hat schon gewarnt, 15 Minuten, 20 Minuten mehr darf es nicht werden. Wir hatten den Begriff Strukturen, ganz wichtig. Strukturen will ich Ihnen ein bisschen erläutern. Mit wem haben Sie es denn zu tun hier? Das ist auch ganz wichtig zu wissen.
Dann will ich Ihnen ein bisschen über unsere Projekte berichten und vielleicht noch mal einen kleinen Ausblick, die Vision, die uns so umtreibt hier in der Region. So, andersrum. Ja, wir bewegen uns hier auf, oder wir stehen auf den Schultern von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der vor 150 Jahren den Genossenschaftsgedanken etabliert hat. Im Westerwald war das in Zeiten bitterer Not, hat er die Bauern, das waren hauptsächlich Landwirte, zusammengeschweißt und hat diese Genossenschaften ins Leben gerufen. Solidarität und Selbsthilfe waren damals die Überbegriffe. Das sind eigentlich Tugenden, die wir heute eigentlich auch wieder ganz gut brauchen könnten. Es gibt 6000 Genossenschaften in Deutschland, ungefähr 200 Energiegenossenschaften. Interessanterweise sind 75% dieser Energiegenossenschaften von Banken gegründet. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Genossenschaften können auch ganz jung und sexy sein. Die DENIC zum Beispiel, die Profis hier, wenn sich auskennen, die DENIC vergibt die DE-Domains. Also das ist was mit Internet, das ist eine Genossenschaft. Also durchaus auch ganz moderne Anwendungsformen. Und die Genossenschaft ist die insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland. Also die ganzen Volksbanken, Raiffeisenbanken, die kamen aus der Finanzkrise sehr gut hervor, sehr gestärkt auch. Die haben diese großen Räder nicht gedreht, wie die anderen Investmentbanken. So, da komme ich jetzt mal weiter. Blitzlicht, was machen wir im Moment? Uns gibt es erst 9 Monate, deswegen haben wir ein bisschen Nachsicht. Wir haben 2 kleinere PV-Anlagen im Moment, die sind auch fertig. Ein bisschen stolz sind wir auf unser Windrad. Das steht noch nicht, aber das Fundament steht in Seeheim-Jugendheim. Im Moment haben wir ein Projektvolumen von 3,9 Millionen Euro in der Hand und sind 273 Mitglieder. Wer steckt dahinter? Als wir uns gegründet haben, waren wir 13 Leute hier aus der Region. Es fing an Mannheim, Darmstadt, Riemenbach, Bürstadt, also der ganze Bereich. Da haben sich Menschen gefunden, die eigentlich in ihrem Gebiet auch Experten sind. Wir haben also Solarfachleute, wir haben Windfachleute, wir haben 3 Steuerberater, ganz wichtig, weil das Thema Finanzen ist eigentlich das Zentrale bei dieser Konstruktion auch. Sie müssen in der Genossenschaft eine Präzision haben, wie eigentlich eine Bank in der Abwicklung. Und da brauchen Sie wirklich gute Leute und am besten auch Büros hinten dran. Ja, Umweltfachleute und Verwaltung, also ich gehöre zum papierverarbeitenden Gewerbe tagsüber. Also ich fürchte mich nicht vor Papier. Und das braucht man bei der Genossenschaft, auch wenn Sie sich vorstellen, 273 Mitglieder. Da kommen noch ein paar dazu. Da gibt es auch einiges zu überlegen an Papier. Ja, wir sind unabhängig, das ist ganz wichtig. Wir haben also keine Bank im Kreuz, wir haben keine Kommune hinten dran, kein Verband, kein Energieversorger. Wir leisten uns den Luxus der Freiheit im Moment. Ich denke, dabei bleibt es auch. Es hat große Vorteile, es hat Nachteile. Der Nachteil ist, man muss halt viel selber machen. Unsere Ziele sind, also wir sind kein Solarverein, wir sind kein Windverein, wir sind kein Biogasverein. Wir nehmen alles mit. Wir wollen, dass alle Arten der erneuerbaren Energien, wir haben da keine Scheuklappen, in der Region genutzt werden. Und dabei wollen wir die Bürger mitnehmen. Die Bürger der Region sollen investieren und profitieren. Starkenburg fragt sich mancher, wie kommen die zu dem Namen? Unser Sitz ist in Heppenheim, gibt es die Starkenburg, sehen Sie unten das Foto. Es gibt aber auch eine alte Verwaltungseinheit, eine alte hessische, die Region Starkenburg, umfasst mehrere Landkreise. Und wir sagen, wir sind in dieser Region unterwegs, machen vor Ort unsere Projekte, zum Beispiel in Heppenheim, in Oberbeerbach bzw. in Seeheim-Jugendheim oder vielleicht auch in Wald-Michelbach. Was uns wichtig ist, dass man das Kirchturmdenken wieder neu belebt. Kirchturmdenken ist ja eigentlich ein negativer Begriff. Wir sagen aber, die Menschen vor Ort sollen investieren und profitieren.
Und dann haben wir so zwei Leitsätze an der Stelle. Wer auf den Wind ran schaut, der soll den Nutzen haben. Und wer unter allem Photovoltaik lebt, arbeitet, lernt, spielt, feiert oder betet, der soll davon profitieren. Das Geld für die Energieerzeugung bleibt in der Region, also regionale Wertschöpfung, ein ganz wichtiges Thema. Und für die Politiker hier im Raum, man muss sich immer wieder vorstellen, jedes Solardach, jedes Windrad ist ein kleines Gewerbegebiet. Erzeugt den wichtigsten Rohstoff überhaupt, Energie, Einnahmen bleiben vor Ort. Und Gewerbegebiete ist ja in aller Regel das Entwickeln von Gewerbegebieten das Oberziel kommunaler Entwicklung. Und wir wollen am Ende die 100% erneuerbare Energien in der Region vorantreiben und auch die Akzeptanz der Erneuerbaren stärken. Man darf sich nichts vormachen, Fukushima hin oder her. Jeder Windkraftstandort wird zu Diskussionen führen. Sie müssen die Menschen überzeugen, sie müssen die Menschen mitnehmen. Und da kann so eine Genossenschaft für die Akzeptanz wirklich Großes bewegen. Ja, Energiegenossenschaft, wie sieht sowas aus? Ich kann Ihnen das jetzt nicht ersparen, wir müssen es durch. Es gibt Mitglieder, es gibt Kapital und es gibt Kontrolle. Fangen wir mit der Kontrolle an. Ich sagte, insolvenzsicherste Rechtsform hängt auch damit zusammen, dass uns der Genossenschaftsverband immer auf den Hacken steht. Einmal im Jahr kommen die Herrschaften. Es gibt böse Zungen, die sagen, das ist ungefähr die Steuerfahndung. Also es wird sehr intensiv geprüft, was eine Genossenschaft so treibt. Das wichtigste Gremium ist die Generalversammlung. Die wählt den Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat bestimmt den Vorstand. Das sind also die Mitglieder und die Generalversammlung ist also das mächtigste Organ. Jedes Mitglied hat eine Stimme, egal mit wie viel Geld man investiert ist. One man, one vote, one woman, one vote. Also das ist die große Stärke in der Genossenschaft, finde ich, also sehr demokratisch. Bei Kapital gibt es nochmal zwei Säulen. Das eine sind die Geschäftsanteile der Mitglieder, das kennt man so landläufig. Man hat also einen kleinen Teil, mit dem er Eigentümer wird der Genossenschaft. Und das zweite, die größte Säule ist, sie geben, also der Genosse gibt der Genossenschaft ein Darlehen für ein definiertes Projekt zu einem definierten Zinssatz. Das ist eigentlich unser wichtigstes Finanzierungsinstrument, das Nachrangdarlehen. Und wenn Sie unten schauen, für das eine gibt es Zinsen und für das andere Ausschüttung, aber wie die ganzen Sachen zusammenhängen, da kommen wir noch zu. Also man kann jetzt viel diskutieren, wie man solche Sachen aufzieht. Wir haben auch lange diskutiert, wir haben uns auch informiert, wo andere Genossenschaften mit so einem Modell unterwegs sind. Und wir fanden diese 2000er-Pakete eigentlich sehr praktisch und die Erfahrung gibt uns recht. Also wir haben ungefähr schon 1200 Pakete an den Mann, an die Frau gebracht und das passt eigentlich gut. Also Sie haben einen Geschäftsanteil, zwei Geschäftsanteile, 800 Euro und das Darlehen, diese 1800. Und dieses Darlehen wird immer auf ein definiertes Projekt kalkuliert. Eine Solaranlage, ein Windrad, Biogasanlage, Wasserkraft, was auch immer kommt. Wir tilgen, also das geht recht lange, 20 Jahre. Wir tilgen ab dem vierten Jahr, also ab dem vierten Jahr gibt es schon von den Darlehen immer 5% zurück. Und wenn wir kalkulieren, sind wir also konservativ in dem Sinne, dass wir vorsichtig sind. Also wir bilden in der Regel den unterdurchschnittlichen Ertrag ab. Also wenn es unterdurchschnittlich bläst oder unterdurchschnittlich die Sonne scheint, das ist der Zins, den wir kalkulieren. Wenn es mehr wird, wunderbar, geht alles in die Wanne, kommt auch nachher noch ein Schema, geht nichts verloren bei uns. Also wir wollen
Also ganz gezielt auch keine Renditehaie ansprechen. Also wir sind kein Biotop für Renditehaie, weil wir auch sehr langfristig investieren wollen und auch nicht diese, sag ich mal, Hochprozentversprechen machen wollen. Unser Bitrat trägt sich nicht langsamer als das von Propon oder sonst was. Wenn man da mal schaut, wie die Prozente mit einem Sternchen noch versehen sind, und dann muss man schauen, in der Fußnote 180 Seiten lesen, um zu verstehen, warum man nicht unbedingt diesen Zinssatz von 7% kriegen kann. Das machen wir anders. Zwiebelschalenmodell ist der Versuch, mal ein Gefühl dafür zu geben, wie wir Projekte, also mit wem wir arbeiten wollen. Also zunächst geht es immer um das direkte Umfeld vor Ort. Der finanzielle Nutzen soll möglichst nah am Projektort bleiben. Das schafft maximale Akzeptanz und Identifikation. Und wenn wir größere Projekte haben, also unser Windrad jetzt, der Nordscher Höhe, das schaffen wir halt mit den 5 kleinen Kommunen nicht alleine. Da ist die Zwiebelschale größer geworden. Das sind dann auch Leute bis aus Mannheim noch mit dabei. Weil wir mussten auch recht schnell recht viel Geld für das Projekt einsammeln. Aber kleine Sachen machen wir dann nur wirklich mit dem Ortsteil zum Beispiel. Kommen noch Beispiele, ja. So, das war im Prinzip, also wer das verstanden hat, hat das Prinzip Genossenschaft nach Starkenburger Modell eigentlich verinnerlicht. Man muss sehen, also die Genossenschaft ist wie eine Wanne. In der Wanne stehen Gläser, wie das Glas ist ein Projekt. Je größer das Glas ist, je breiter, desto mehr Volumen. Also ein Windrad zum Beispiel ist ein großes Glas. Und je höher dieses Glas ist, ist der Zinssatz. Kommt jetzt mehr Wind oder mehr Sonne als kalkuliert, würde dieses Glas überlaufen. Ich sagte ja, wir sind konservativ unterwegs. Fließt über, das fließt nicht irgendwo hin, sondern in die Wanne. Und aus der Wanne werden dann die Ausschüttungen an alle Mitglieder jährlich bestimmt über die Generalversammlung. Das heißt, auch die Projekte können sich unterschiedlich und gegeneinander ausgleichen. Also hat man mal mehr Sonne, mal weniger Wind, kann sich das einregulieren. Und hat man mal mehr Wind und weniger Sonne, kann sich das ausgleichen. Hat man mal mehr Wasser oder weniger Wasser oder gutes Maisjahr für Biogasanlagen. Also je mehr